Hallo meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurer Legung. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, hier liegen schon mal drei Karten auf dem Tisch, weil ich mir eine Gesamtenergie für euch geben lassen wollte. Und anhand dieser Energien kannst du relativ schnell feststellen, ob eine Legung für dich bestimmt ist oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass es gar nicht auf deine Situation passt, oder du dich in dieser Energie einfach nicht wiederfinden kannst, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist die Botschaft für einen anderen Skorpion. Für diejenigen, die für einen Skorpion eingeschaltet haben, also an alle Cross-Watcher, manchmal kann es sein, dass eine Legung tatsächlich direkt an dich gerichtet ist. Auch da spürst du dann, wenn du dich angesprochen fühlst oder nicht. So. Der Wagen, die Herrscherin, die fünf Stäbe. Wir haben morgen, also wenn ihr das Video seht, morgen am 10. Juli den Neumond im Krebs. Der Wagen ist die Krebskarte. Und ich bin wirklich selbst so ein bisschen überrascht, wie viel Konfliktpotenzial, denn davon sprechen die fünf Stäbe, dieser Neumond antriggert. Also ich habe das Gefühl, dass ich bei euch auch die Neumondenergie sehr stark wahrnehme, die auch irgendwas mit anderen Menschen in eurem Leben zu tun haben. Das kann mit dem Wagen die Familie sein, das kann eine Mutter sein, das können die Kinder sein, wenn du Mutter bist. Aber ehrlich gesagt sehe ich hier auch irgendwie das, was angetriggert wird, dass irgendwelche Konflikte sich zeigen und dass du aber hier aufgerufen bist, in der Herrscherin-Position zu bleiben, nicht an deinem Wert zu kratzen, dich nicht in Frage zu stellen, deine Meinung zu vertreten, bei dir zu bleiben, dich nicht reinzusteigern, dich nicht reinzustressen und den Konflikt so ein bisschen mit dem Wagen an dir vorbeiziehen lassen. Also ich sehe hier definitiv andere Leute und nicht die und so ein bisschen turbulente Zeiten mit anderen Leuten, möchte ich wirklich sagen. Ich bin gespannt, wie sich's. Jetzt sehe ich die Karte Freundschaft. Also das kann auch wirklich sein, dass es irgendwie Clinch in Freundschaften gibt, Konflikte in Freundschaften, unterschiedliche Meinungen. Aber auch mit dem Wagen und der Mutter ganz stark Familie betont. Liebes Universum, eine Hauptenergie für meine Skorpione, das ging schnell. Die Bienenkönigin, interessant, die habe ich noch nie gezogen oder die ist noch nie rausgesprungen. Und die Bienenkönigin, meine Lieben, ist die Elf. Und Elf ist, ist für mich immer die Karte der Self-Mastery, nenne ich es, also der Herrscherinnen-Energie. Sei wer du bist, bleib bei dir, lass dich nicht von irgendwelchen anderen Meinungen, von irgendwelchen Drama, denn Fünf Stäbe kann oft so eine Drama-Energie sein, lass dich nicht von deinem Thron schubsen. Du bist die Bienenkönigin, die Bienenkönigin ist die Anführerin, also vielleicht bist du Mutter, ne? Vielleicht bist du wirklich irgendwie in einer Rolle, in der du, ich sage jetzt mal, Verantwortung für andere hast. Und das könnte gerade ein bisschen schwierig sein. Sagen wir es mal so. Interessant. Ich bin mal gespannt. Die Karte habe ich. Kraft, Wachstum, Fürsorge und Mütterlichkeit. Also, vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen für andere verantwortlich gerade. Und das gestaltet sich irgendwie schwierig. Ich bin sehr gespannt, was gleich hier rauskommt. Hier sehen wir die Bienenkönigin. Ihr großer Rock ist ein Blumenturm, in dem die Bienen leben. Die Königin ist groß und stark. Sie bietet ihrem Volk Schutz. Vertrauensvoll setzen sich die Bienen auf die Hände ihrer Gebieterin. Sie ist die Mutter, die sich um sie kümmert, sie nährt, einfach immer für sie da ist. Auch in dir ist diese besondere innere Stärke, die andere wahrnehmen. Du bist für Freunde in der Not der Fels in der Brandung. Deine Familie schätzt dich sehr. Du schenkst Leben und sorgst dich wie eine Mutter um die Natur. Engagierst dich für das Wachstum und das Wohlergehen aller Lebewesen. Und damit bist du auch eine Königin. Vergiss das nie. Okay, interessante Energie.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es richtet sich so ein bisschen an die Skorpione unter euch, die sich manchmal ein bisschen zu viel Verantwortung aufhalsen, die manchmal so ein bisschen für das Wohlergehen von anderen Leuten das Gefühl haben, ne, sie müssen dazu beitragen, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen für ihre Liebe und ihre Fürsorglichkeit angegriffen werden oder wo es einfach nicht wertgeschätzt wird. Also ich muss sagen, ich habe keine Skorpionenergie in mir, aber ich sehe hier so ein bisschen, ich sehe hier so ein bisschen das, was ich in den letzten Tagen eben erlebt habe. Ich sehe hier, dass um dich herum irgendetwas herrscht, fünf Stäbe, irgendeine Energie, die dir das Gefühl zu dir selbst so ein bisschen nehmen könnte, wo du aufgerufen bist, wirklich die Bienenkönigin zu bleiben, wo du aufgerufen bist, dich da an die Menschen oder zu den Menschen zu besinnen, dich mit den Menschen zu befassen, die dich wertschätzen. Ja, meine Lieben, definitiv. Der Mond und der Wagen, definitiv liegt hier die Neumondenergie. Ne? Neumond im Krebs. Und ich glaube, du bist irgendwie aufgerufen, stark zu bleiben. Für wen auch immer oder warum auch immer. Ich bin sehr gespannt, deinen Weg weiterzugehen mit dem Wagen, ne? Dich nicht abbringen, ja, meine Lieben, dich nicht abbringen zu lassen, dich nicht antriggern zu lassen, denn ich glaube, dass dieser Mond wirklich ein super, super krasser Triggermond ist, weil er uns so empfindlich macht, ne? So empfänglich, Herrscherin-Energie, so empfänglich. So sensibel, Krebsattribut, und dass wir ganz schnell irgendwie von anderen, ich muss wirklich sagen, von anderen angetriggert werden können, was irgendwie Ängste oder Zweifel oder Sorgen oder das Gefühl des nicht gut genug Seins antriggert, und wir hier aufgerufen sind, unserem Weg, ne, unserem Ziel, was auch immer, treu zu bleiben, uns da nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Also auch bei euch, und hier sehe ich wieder Kinder. Also irgendwas, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht hier schon ein bisschen irgendwie um Mutter-Kind. Und wenn es nicht im klassischen Sinne Mutter-Kind ist, dann so Hierarchien, Hierarchiestellungen, Machtpositionen. Achso, ich wollte es ja anders sagen. Ich wollte nämlich als erstes wissen, warum die fünf Stäbe hier liegen. Liebes Universum, warum liegen die fünf Stäbe hier für meine Skorpione? Ah, ganz ehrlich, in allen Legungen so eine ähnliche Botschaft. Hier liegen die gesunden Schutzfiguren, ne? Die neun Stäbe. Hier liegt darin alles, was das gute Gefühl, du bist die Königin der Stäbe, alles, was dein gutes Gefühl irgendwie beeinflusst, Zaun hin und sagen, nee, ne, nee, lass ich nicht ran. Lass ich nicht ran, diesen Konflikt. Ich distanziere mich. Ja, die Gerechtigkeit. Ich lasse mich nicht unfair behandeln. Ich treffe vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich kann überhaupt nicht ausmalen, in welcher Situation ihr seid, aber ich treffe vielleicht auch wirklich grundlegende Entscheidungen. Vielleicht passiert irgendetwas. Vielleicht passiert irgendetwas, ne? Ich habe das Gefühl, es ist super viel Turmenergie rund um diesen Neumond herum. Also mich hat der Turm in den letzten 5 Tagen von links nach rechts und wieder zurückgewatscht. Wirklich. Und ich habe das Gefühl, du bist hier aufgerufen, Entscheidungen zu treffen, die dich in Balance halten. Egal, wer da involviert ist. Und die fünf Stäbe sagen mir, da ist jemand involviert. Vielleicht geht es auch, für manche von euch kann es Scheidung sein, ne? Dass du hier irgendwie sagst, und mir reicht's jetzt, ne? Mir reicht's jetzt. Oder Trennung, ne? Neun Stäbe, Trennung, Energie. Aber ich habe das Gefühl, du bist hier aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen, die gut für dich ist, die diesen Konflikt für dich jetzt ad acta legt. Warum liegt der Wagen hier?
Eine neue Richtung einschlagen für dich. Ja, meine Lieben, die fünf Stäbe. Die fünf Stäbe. Also ich glaube wirklich, dass dieser Neumond ein Trigger-Neumond ist. Dass hier Konflikte, dass du durch irgendeinen Konflikt durch musst. Ne? Der Wagen ist auch immer so durch müssen. Die acht Stäbe ist auch durch müssen, dass du vielleicht Tacheles reden musst. Acht Stäbe ist eine Kommunikation, dass du jetzt schnelle Entscheidungen treffen musst. Zukunftsträchtige Entscheidungen, die rausführen aus irgendeinem Konflikt. Eine Karte hierzu noch. Ja, an der Unterseite des Decks das Ast der Stäbe. Meine Lieben, ich weiß nicht, was ihr tun müsst und ich weiß auch nicht, in welcher Situation ihr seid. Ich weiß nicht, ist der auf den Kopf gefallen oder nicht. Ist auch egal, der Gehängte. Es geht hier darum, eine Erkenntnis zu bekommen, wie du aus irgendeiner sehr konflikthaften Situation rauskommst. Oder vielleicht bekommst du eine Situation aufgezeigt, mal von der anderen Seite. Vielleicht hast du irgendwie so ein Erlebnis von mir oder ne, so ein Erlebnis, wie ich auch hatte, dass du plötzlich etwas ganz anders siehst, als du es vorher gesehen hast. Und dann weißt du plötzlich auch, der Wagen und die acht Stäbe, was zu tun ist. Und ich glaube auch, ich nehme dich so wahr, mit der Königin der Stäbe, der Herrscherin und der Gerechtigkeit, ich glaube auch, dass du es tust. Ich glaube, dass du das tust, was dich aus, was auch immer es ist, rausführt. Ich glaube, dass du gesunde, mutige, entschlossene Entscheidungen für dich selbst triffst, weil du dir das wert bist, weil du jetzt sagst, ne, Feuerenergie, es reicht jetzt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was der Konflikt ist. Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Aber ich habe das Gefühl, dir geht irgendwie ein Licht auf. Dir geht irgendwie ein Licht auf und du sagst, so, und das war's jetzt. Das war's jetzt, bis hier noch nicht weiter. Mein Fass ist voll. Mein Fass ist jetzt zum Überlaufen gebracht worden. Ich habe mir das lang genug angeschaut. Ich habe mir wirklich meine Gedanken gemacht. Ich habe ausgehalten. Ich bin verharrt. Ich habe den ganzen Zeit gegeben. Aber jetzt reicht es. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich glaube, dass du wirklich hier sagst, so, und das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz aus dieser Geschichte. Denn bei der Gerechtigkeit sehe ich immer einen Richter, der fällt ein Urteil und das hat Konsequenzen und das tust du jetzt. Du ziehst jetzt die Konsequenzen. Für dich die absolut richtige Entscheidung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Aber du ziehst jetzt deine Konsequenzen, meine lieben Skorpione. Und das Ass der Stäbe sagt mir, richtig. Für dich richtig. Herrscherin, ja. Mach es. Tu es. Für dich richtig. Egal, welche Konflikte das nach sich zieht. Du triffst hier eine Entscheidung, die richtig für dich ist. Und das kann man nur befürworten. Wirklich. Gut, liebe Skorpione, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, um was es geht. Es kann Scheidung sein, es kann Familie sein, es können Freunde sein, es können einfach andere Meinungen sein, es kann ein konflikthafter Job sein, es kann alles Mögliche sein. Aber du sagst jetzt wirklich hier neun Stäbe Gerechtigkeit, mir reicht's. Ich gehe jetzt irgendeinen neuen Weg, ich mache jetzt irgendwas Mutiges, ich löse mich jetzt aus der Situation. Ich hoffe, dass wir im Extended noch ein bisschen was rausbekommen, um was es hier geht. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr dazu wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, was auch immer du da gerade tust, falls du da irgendwie am Zweifeln bist, ne, wir haben ja den Mond gesehen, falls da irgendwie, vielleicht warst du dir auch einer Entscheidung schon sicher und jetzt wird nochmal so eine Angst und so eine Unsicherheit angetriggert und dann kommt nochmal irgendwie fünf Stäbe eine andere Meinung rein. Bleib dabei. Ne? Du bist die Bienenkönigin. Du bist die Herrscherin, du bist die Königin der Stäbe. Ich glaube, dass du gerade sehr richtige Entscheidungen für dich triffst. Und ich glaube, dass du gerade auch wirklich sagst, okay, das sind die Konsequenzen meiner Entscheidungen, damit lebe ich. Ne?
Richtig. Ich kann euch nur sagen, egal in welcher Situation du bist, wenn du etwas tust, was dich in diese Herrscherinnenposition bringt oder zurückbringt, dann tu es. Dann tu es. Mehr weiß ich hierzu nicht, meine Lieben. Und so lasse ich das stehen. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!